Einen wunderschönen guten Abend, Ahmad hier. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, alles bestens. Also ich glaube, ich habe dieses Video schon 10 Mal aufgenommen. Irgendwie hatte ich nie am Ende es hat so die letzte Überwindung, um ehrlich zu sein, hat gefehlt. Mit dieser Steilvorlage, die mir gegeben worden ist, zumal ich das Ganze jetzt ein bisschen ja, aus einem anderen Sichtwinkel betrachtet habe. Und zwar geht es um eine Sache, die mich schon länger begleitet oder schon länger mir auf der Brust sitzt. Der ein oder andere kennt die Dame, ja, beziehungsweise die Familie und genau, es geht um Sally. Und also wie gesagt, ich habe dieses Video schon viel früher aufnehmen wollen, bin irgendwie, ja, ich habe 5, 6 Aufnahmen mittlerweile, aber ich habe das noch nie zu Ende gebracht. Wahrscheinlich war ich in der Vergangenheit viel zu emotional. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich habe jetzt auch, nachdem jetzt bekannt gegeben worden ist, dass die sich getrennt hat von Murat, wie gesagt, der ein oder andere wird sie kennen. Zu meiner Person, ich habe eine Künstlermanagement-Agentur. Ich habe damals, bin ich durch Sally, muss man eingestehen, bin ich durch Sally, durch diese, zu dem, was ich heute mache, ist sie mitverantwortlich. Bin in diese Social Media Welt reingerutscht und durfte sie dann, ich glaube, 3,5, 4 Jahre haben wir eigentlich erfolgreich zusammengearbeitet. Und ja, so in dem Verlauf dieses Videos, weil ich sehe wirklich Dinge heute ein bisschen anders und deswegen reagiere ich jetzt auf ein Video, was ich einmal so durchgezappt bin und würde gerne meine Sache mal dazu äußern. Und euch dabei mitnehmen. Ich denke, dass es den einen oder anderen interessiert. Mich kennt man auch wahrscheinlich auch in der Vergangenheit. Ich glaube, ich bin mit Sally in ganz Europa unterwegs gewesen. Und ganz Europa war jetzt übertrieben, aber ich war mit ihr in London, ich war mit ihr in Österreich, Schweiz waren wir. Wir haben wirklich einige Termine gemeinsam umgesetzt und ich habe mit ihr selbst auch immer ein super Verhältnis gehabt, muss man dazu sagen. Ja. Durch negative Einflüsse oder von außen bin ich mir ziemlich sicher, wurde sie auch ein bisschen, auch wie ich es von vielen anderen Dingen mitbekommen habe. Und das Video sollte sich eigentlich mehr darum drehen, meine Meinung dazu abzugeben, wie jemand wie Murat, der eine gespaltene Persönlichkeit hat, meiner Meinung nach, macht auf die beste Frau, die er hatte und stellt sie dar, als wäre sie. Gehen wir mal drauf ein, wenn die einzelnen Punkte kommen und dann werde ich auch ein bisschen mehr darüber erzählen. Unser Podcast ist auch so ein Gute-Laune-Podcast. Wir haben auch schlechte Themen schon gehabt. Echt? Ja. Ja, von deiner Familie aber schon lange nichts mehr geredet. Aha, so. Es könnte auch. Oh, war der Ja, schlagfertig. Das habe ich von ihm gelernt So, übrigens. auf So jeden was hätte ich Fall. früher nie, never ever Jetzt echt gesagt. ehrlich. Ich glaube, sie hätte sowas früher nie gesagt. Wirklich nicht. Das hat ja abgefärbt. 16 Jahre Beziehung. Ich gesagt, ja, stimmt wirklich. Du bist so richtig. Weil du mich so Egal. gemacht hast. Oh, oh Nach 16 Jahren Ehe verkündete Sally Özcan auf Instagram das Eheaus mit Murat. Eine eigentlich private Angelegenheit sorgte auf Social Media für einen riesigen Shitstorm, der sich vor allem gegen Sally richtete. Der Erfolg und das Geld hätte ihren Charakter verdorben. Sie sei undankbar und sei nichts ohne ihren Ehemann, der hinter den Kulissen Sallys Welt mit aufbaute. Nun macht Murat seiner Trauer auf Social Media Luft und scheint seine Trennung als eigenes Sprungbrett in die Öffentlichkeit zu nutzen. Wir fassen für euch die Ereignisse zusammen und diskutieren, wie wir mit öffentlichen Trennungen auf Social Media umgehen. So, wir fangen erst einmal mit Sallys Erfolg an, um zu verstehen, wie Murat und sie so verbandelt, verbündelt sind. Sallys Erfolg. Also die Reaktion geht hier von den netten Mädels fast eine Stunde. Ich mache jetzt mal hier 1,5 und hoffe, dass es trotzdem noch verständlich ist. Ich habe noch nie jemanden so Erfolgreiches gesehen. Ich Echt? wusste gar nichts von Silicon Valley. Wirklich. Ich Schucke. habe mich geschämt, dafür, dass ich das wusste. Wir Wirklich. wurden auch dafür Ja, geschenkt. hier wurden auch. Wie könnt ihr das nicht wissen? Keine Ahnung, weil ich mir keine Oh, Backvideos sorry. jeden Tag anschaue. Ich weiß es Ich nicht. weiß, ich muss auch sagen, vor dem Podcast hatte ich keine Ahnung von gar nichts. Achso, du kanntest nicht einmal Sally? Ich kannte Sally, aber ja, Ja. so Ich halt. kannte Sally auch nur, wenn man irgendwie mal verzweifelt ein Backrezept Ja, rausgesucht genau. hat. Und ich kannte sie auch, weil sie mit Nicolette gut befreundet ist und auch bei ihr auf dem Podcast war. Genau, die haben Ah. auch eine Back-Challenge gehabt bei Sally auf dem YouTube-Channel. Und die beiden Cool. verstehen sich auch richtig gut, also super süß. Ja.
So, Sallys Erfolg, Facts und Zahlen, ist das erste Kapitel. Am 28. November 2023 erhielt Saliha, aka Sally, die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Das Handelsblatt schreibt über sie und ihren, ja, und ihr Imperium. Wäre Sally nicht auf den deutschsprachigen Raum begrenzt, hätte sie längst ein Milliardenunternehmen. Sally ist rich. Sie hat einen erfolgreichen YouTube-Channel. Sie vertreibt erfolgreich Haushaltsgeräte, Lebensmittel, Pflegeprodukte und Kleidung. Sie ist sogar so rich, dass sie in ihrer Heimatstadt ein eigenes Silicon Valley errichtet hat und nun ein Silicon City plant. Silicon Sims oder so. Ich muss das mal nachbauen bei SimCity. Oh mein Gott, stimmt. Ja. Und dann die Trennung der beiden. Und dann versorgt jemand im Pool oder so. Das sind diese schrägen Dinge, die man... Ja, aber wenn er die Leiter wegmacht oder so. Oder so Feuer anmacht und dann die Tür wegmacht. Es gibt so dramatische Videos auf YouTube. Ah, Sims ist auf alle Fälle umfasst Silicon Valley 4700 Quadratmeter. Hier wird gearbeitet, gelebt und ausgebildet. Laut eigenen Aussagen verlässt Sally das Grundstück zum Teil 3 Wochen nicht, weil sie halt so viel arbeitet. Sie kann da wirklich alles machen. Silicon City, was in Planung ist, soll eine klimaneutrale Einkaufsstadt werden. Dort soll konsumiert werden, Arbeitsplätze geschaffen und interessant für Touristen sein. Es ist so witzig, wie jetzt gerade wir den Umschwung machen zu total konservativen Arbeiterstädten, wie die man früher in Deutschland hatte, ja, wo alle in derselben Fabrik gearbeitet hatten und alle in der Nähe gewohnt haben. Ja, da sollen Werkstudierende leben und so. Witzig. Ja, ja. Krass. Auf Sallys Imperium ist selbst Netflix aufmerksam geworden und ist an ihrer Erfolgsstory interessiert. Vielleicht werden wir in Zukunft ein kleines Special sehen. Wow. Ja. Sally ist eigentlich Grundschullehrerin und als sie nach ihrem Referendariat keine Stelle an der Schule ihrer Wahl gefunden hat, begann sie auf YouTube zu backen und zu kochen. Sallys Tortenwelt entstand 2013. Ihr erstes Video, Sallys Nusszopf, hat Stand heute 1,2 Millionen Aufrufe. Ich habe noch E-Mails von 2013, die mir Sally weitergeleitet. Also man muss dazu sagen, ich hatte ja anfänglich gesagt, dass ich durch sie im Hintergrund, meine Eltern wohnen Luftlinie, also da, wo ich aufgewachsen bin, vielleicht einen Kilometer von ihren Eltern entfernt oder wo Sally aufgewachsen ist. Dadurch ist sie für mich ja nicht unbekannt gewesen. Ihr Bruder Ali, ein sehr, sehr langjähriger Freund von mir, wir haben auch letztens noch Kontakt gehabt. Wie gesagt, man kannte sich schon. Und zu meiner Person, wie gesagt, ich hatte damals viel, viel intensiver, weil ich halt von der Zeit her auch immer mitgereist bin, war ich mit Bühlen und Jaylan ja überall unterwegs. Und das wusste sie, sie hat ihn auch immer besucht, hat immer Torten gebacken. Und es war immer eine Freude auch für Bühlen, wenn sie zu Besuch war. Und irgendwann mal war sie da und hat mir halt von ihrem YouTube-Kanal erzählt. Da hatte sie roundabout vielleicht 17.000, 18.000 Abonnenten auf YouTube. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie halt so einen kleinen YouTube-Kanal hat und die hat da so eine kleine Kooperation mit so einem Händler. Da verkaufen sie die KitchenAid und ihr Mann will mich unbedingt kennenlernen. Du musst den Murat kennenlernen. Und ich wusste, die wohnen bei meinen Eltern im Ort. Ich kannte Murat halt jetzt nur von ihr, so persönlich noch nie. Und dann habe ich mich von ihr dazu verleiten lassen. Ja, ich habe, wie gesagt, sie hat mir den Weg da reingeebnet, oder wie man es, ja. Und dann bin ich zu denen nach Hause gefahren. Da hatten sie noch in der Kaldigotstraße gelebt, wo die Eltern sind. Und dann war das ein super Termin. Wir haben uns da kennengelernt und der Murat, oh mein Gott, genau dich brauchen wir. Er hat halt gesehen, okay, ich habe halt unfassbar viel Kontakte und die Kontakte sind sehr, sehr wichtig. So, ihr seht heute noch auf dem Kanal, nachdem ich dann angefangen habe, diese Zusammenarbeit mit Sally und Murat, habe ich dann mit Bühlen darüber gesprochen und ich habe gesagt, hey, das wird die Zukunft sein, Social Media, YouTube, Instagram, bla bla bla. Da war Instagram noch nicht mal auf dem Schirm, glaube ich, Facebook. Und so, das eine aufs andere und dann ihr könnt auf dem Kanal sehen, es gibt 4 Advent, da hat die Sally eine Torte gebacken und der Bülent hat dazu ein Gedicht aufgesagt und es hat super funktioniert, jetzt nur zum Effekt, Sallys Welt, YouTuberin, plötzlich mit Bülent Ceylan, der ja damals schon eine riesen Bekanntheit in Deutschland hatte und genau, so eins aufs andere und das hat natürlich dem Ganzen, dadurch, dass ich ja für die Verhandlungen oder für den ganzen Aufbau dafür da war, dass er bekannter wird. Und die Sally hat halt in der Ausführung, hat die halt die tollsten Rezepte gebacken und Bülent wollte schon sagen, Murat war halt so der Ideengeber und hat halt wirklich unfassbar viele Ideen gehabt. Nur habe ich halt damals bei ihm schon so Dinge festgestellt, dass, und das sage ich zu einer Zeit, guck mal, wie lange die her ist, da gab es schon Dinge, die haben nicht mit dem Charakter von Sally gematcht. Also komme ich später drauf ein, ja. Also das da, im Laufe der Reaktion. Sie erklärt, dass es nicht den Durchbruch gab, sondern der Wachstum natürlich über die Jahre kam. Fühl ich. 2 Jahre später wagte sie aber den wirklich professionellen Weg, als ihr 2. Kind gekommen ist und als sie in Elternzeit waren. Genau, da kam dann die Ella auf die Welt. Das habe ich alles mit. Also
Es war nicht nur Manager sein, es war eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit. Ich war mit ihr in London, wie gesagt, ich bin mit ihr durch die halbe Welt gereist. Ich hatte mit Murat auch so ein tiefes Verhältnis, dass er genau mir zu 100% vertrauen konnte, wenn es um die Familie geht und seine Frau. Und ich bin dann halt mit seiner Ex-Frau und genau. Sie begann mit dem Bau eines eigenen Studios und stellte auch jemanden für die Videos ein. Und da merkt man auch einen qualitativen Unterschied ihrer Videos. Es gibt schöne Thumbnails, man sieht das Logo von ihr und auch einen neuen Schnitt. Das ist nicht einfach nur... Genau, das, also damit man sieht, sogar das Logo von ihr kommt von meiner Grafikerin damals. Ja. Ich habe mit der Jessica zusammengearbeitet und habe sie dann der Sally empfohlen. Und das Logo, so wie es heute noch aussieht, man muss dazu sagen, dass früher hieß ja der Kanal Sallys Tortenwelt. Weil ich halt gemerkt habe auch, dass Tortenwelt mich in der Akquise extremst einschränkt und Kunden, die richtig Bock auf Sally hatten, haben sich eher vielleicht dagegen entschieden, weil es ist halt mit Torten und die hatten halt mehr so das Kochenthema. Und so wurde das Ganze zu Sallys Welt umfunktioniert. Nur eine Kamera, sondern du hast halt verschiedene deine Perspektiven. 2020 präsentiert dann Murat auf Sallys Kanal Silicon Valley und zeigt, was eigentlich hinter Sallys Welt steckt. Und das ist halt crazy, weil die hatten das so leicht angedeutet, dass da was passiert, aber dann wurden den Leuten das so präsentiert, so tada, das haben wir jetzt gebaut. Über Murat sagt Sally bei der Böhmermann-Kochshow, dass er die treibende Kraft hinter dem gemeinsamen Unternehmen war, sie hat viel von ihm gelernt und weiß nun um ihren eigenen Unternehmergeist. Fun Fact, Murat ist Angestellter, er hat keine eigenen Anteile an dem Unternehmen. Das habe ich nicht verstanden, weil bei... Also ich werde auch nur Sachen sagen, die ich zu 100% weiß. Ich habe eine andere Info als... dass er auch Anteile hat. Aber wie gesagt, ich will mich da auch nicht festlegen. Ne? Ich sage nur Dinge, die ich, wenn ihr mich in einem Jahr nochmal drauf anspricht, werde ich genau das Gleiche wiedergeben. Zum Hintergrund, wieso ich auch jetzt hier sitze und nicht mehr mit Sally zusammenarbeite, war, jetzt, heute sehe ich das mit ganz anderen Augen und gebe die Schuld auch zu 99%, ich sage vielleicht 98% nur an den Murat. Ja. Es gab einen Schlüsseltag, wo ich mit ihm kurz in Mannheim getroffen habe und er sagt, ja, also man hat die Nadel im Heuhaufen gesucht. Belanglose Dinge wollte man mir versuchen, irgendwie unterzujubeln. Und nur mit Murat, ich hatte nur mit Murat Kontakt, bis zu dem Tag, als er mir sagen wollte, hey, es gibt keine Zusammenarbeit mehr. Ihr müsst euch vorstellen, es war mein Zugpferd. Also darauf habe ich mein ganzes Leben aufgebaut. Und dann hat er gesagt, ja, ruf die Sally an, die wird es dir sagen. Ich denke so, hä, was? Ich nehme sofort in Stock, also ich habe schon fast eine weinende Stimme gehabt, so emotional war ich. Und habe dann die Sally angerufen, hey, der Murat meint hier irgendwas mit Zusammenarbeit, der will nicht mehr und so. Und die so, hä, ich weiß von gar nichts. Die war in der Küche, ich weiß von gar nichts. Und ich melde mich, wenn ich später mit ihm gesprochen habe. Dann kam irgendwie so eine lange SMS von ihr und ich habe auch immer wieder inzwischen den Zeilen gehört, so war sie nicht, die ist nicht so böse. Diese Frau ist von Haus aus nicht so böse. Umso mehr hat es wehgetan. Und ich habe mich auch nur noch mit Murat getroffen. Sally habe ich überhaupt nicht mehr kontaktiert. Er hat mich mal angerufen, hat mich angeschrien und keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es dann nochmal ein finales Gespräch. So ein richtig hässliches Gespräch. Er hat mir gesagt, ja, es gibt nichts, es gibt keinen Vertrag. Es gab tatsächlich keinen Vertrag, aber es gab das Gewohnheitsrecht und dieses Gewohnheitsrecht hat zum Glück nach 2 Jahren Verhandlung, nachdem ich nach meinem Recht geklagt habe und ich dann vom Landesgericht in Landesobergericht, glaube ich, war es in Karlsruhe, habe ich dann zum Glück wenigstens noch einen Teil von meinem Geld, was ich schon erarbeitet hatte, verdient hatte, wo er mir nicht einfach ausbezahlt. Er wollte mir meine Kohle nicht, ich bin mir ziemlich sicher, das ist auch... So ein Fehler von mir. Ich hätte vielleicht die Sally kontaktieren müssen, jetzt sagen müssen, hey, muss das alles sein? Guck mal, das habe ich gearbeitet. Wir wollen uns trennen, okay, trennen wir uns, aber trennt euch doch mit Respekt. Mann, uns verbindet doch viel mehr. Und dann haben wir uns dann halt vor Gericht immer wieder getroffen. Sally hat gar keinen Bock auf diese Termine gehabt. Es gab eine Schlüsselsituation, das erzähle ich ganz zum Schluss. Chiara Ferragni wussten wir, ne, dass ihr Ex-Freund, mit dem sie ja das alles angefangen hat, eigene Anteile hatte und sie ihn auch auskaufen musste. Ja, das bedeutet, dass er dann damals halt auch Geschäftsführer war von dem Unternehmen, wahrscheinlich, was er angemeldet hatte. Ne? Ja. Und das ist halt hier nicht der Fall. Genau. Er ist nur Angestellter und er selbst bezeichnet sich auch als Spielerfrau. Die ersten 3 Jahre, in der Sally halt mit Sallys Welt angefangen hat, ging Murat halt weiterhin arbeiten und ließ sie halt einfach machen, widerwillig erklärt er. Ne? Er sah halt mit wie viel Liebe und
Weißt du, es ist so traurig, wenn man das hört. Du bist aus dieser wichtigsten Zeit in meinem Leben, bist du einfach ausgelöscht. Also, ich komme mir nirgendwo vor. Die müssten ehrlich zu sich sein. Also, das sage ich auch, sie wusste das, aber zumindest wenn er da in seinen Events oder wo ist, hätte er sagen müssen, hey, wir hatten am Anfang da einen Ahmed, der hat uns betreut, der hat uns die Türen geöffnet bei gewissen Dingen. Das hat doch viel mehr Respekt verdient. Und ich muss nicht heute da sitzen und mir die Seele aus dem Leib reden, weil es wenn ich heute drüber nachdenke, war das eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Die haben schön ihr Geld verdient und ich habe auf Gott vertraut und es ging eine neue Tür auf. Ich habe dann zum Glück mit meiner ehrlichen Art und mit meiner so wie ich mir die Agentur auch aufgebaut habe. Guck mal, ich kenne Bühlen seitdem ich 19 oder 20 bin, bis heute. Das ist so meine größte Visitenkarte, die wir haben. Mein Bruder Ali betreut ihn. Die sind wie verheiratet, kann man sagen. Und das zeigt doch, dass wir einen ehrlichen Job machen. Ich war so transparent mit denen. Und statt, dass man mir das Angebot, zumindest mal einen Vorschlag, hey, komm, du wirst für die Zukunft nicht mehr viel an den Projekten arbeiten. Wir wollen jetzt unseren eigenen Weg gehen. Das wäre doch das, natürlich wäre das schlimm, aber es wäre doch viel, viel fairer gewesen mir gegenüber. Weil nicht mal das Gericht konnte mir irgendwas vorwerfen. Nichts, nichts. Sie haben nichts. Es gab nichts. Und das ist doch so traurig. Leidenschaft und Drive, sie das machte, verstand aber nicht genau, was da eigentlich geschah. Nach 3 Jahren begann er dann auch für sie zu arbeiten, als er gemerkt hat, oh, uns hat gerade ein Margarinenhersteller 140.000 Euro angeboten. Ich glaube, da ist irgendwie mehr dahinter, als ich dachte. Und als das Geld reinkam, war das okay, gut, ich widme mich dem. Weil so, okay, das muss ich revidieren, leider. Also keine seriöse Firma. Murat, das ist halt Murat, ne? So dieses, wenn du in solche Zahlen merkt er sich, aber dann hast du in Wochen 3, 4 Sachen das Gleiche gefragt, der wusste nicht, wann er wo gelogen hat, leider. Der hat halt Sachen aufgeblasen. Also, auch Sally hat da die Augen verdreht. Wie oft waren wir Termine? Falls du vielleicht das Video anschaust. Soll nie gegen dich sein, weil ich, wie gesagt, schaue heute ein bisschen durch eine andere Brille. Und kein Unternehmen sagt dir am Telefon 140.000 Euro. Der sagt zu einer Zeit, das ist völliger Schwachsinn. Ja? Und ich bin das Management. Zu mir sind die Sachen weitergeleitet worden. Der hat mich sofort angerufen. Ich bin mir sicher, wenn die Sally das zu der Zeit oder wie auch immer, hätte sie es abgelehnt, dann hätte sie sowas abgelehnt, aber weil es nicht zu ihr passt. Aber das ist das Gleiche, weißt du, damals so mit Globus gestartet. Globus war alles für sie. Also wenn ich sie sage, für die Sallys Welt. Und klar, man entwickelt sich weiter und heute ist es Lidl. Und vorher hat er in so vielen Terminen, wo wir waren, niemals Lidl und keine Ahnung. Du, Lidl ist eine gute Marke. Das ist ein guter Partner. Auch für Sally mit Sicherheit ein strategisch ein sehr guter Partner. Und weißt, das sind halt immer diese Geschichten, die ihn auch immer so unattraktiv und auch so unglaubwürdig gemacht haben. Er hat auf dem Bau gearbeitet, hat irgendwie nur 40.000 im Jahr verdient und hat halt gemerkt, so, okay, das, was meine Frau macht, ist krass. 140.000. Und sie hat das abgeschlagen, weil sie meinte, nein, ich backe nicht mit Margarine. Ich backe nur mit Butter. I could never. Ja, nee, ist so. Angenommen. Ja. Also, ich sag, niemals war dieser Anruf. Nie, nie. Muss ich ganz ehrlich sagen, also, ich würde jetzt nicht alles bewerben, so Glücksspiel und so muss jetzt nicht sein, ja. Aber Margarine, ich mag auch Margarine, so ist nicht. Ne, wir mögen Margarine. Ja, voll. Achso. Er kümmerte sich aber weiterhin um die Kinder, um den Haushalt. Er hielt ihr immer den Rücken frei. Er schaute auch, dass der Fokus in ihrer Leidenschaft bleibt. Und genau das ist so der Punkt, wo ich nicht genau verstehe, weil ich habe echt lange versucht herauszufinden, was Murat genau macht. Also wie ist seine Stellenbeschreibung? Mhm. Und in dem Video bei den Videodays, also quasi es gibt die Aufnahme davon von den Videodays, erklärt er halt, dass er wirklich echt guckt, einfach nur guckt, dass Sally sich mit nichts beschäftigen muss, außer dem Backen und kreativ sein. Er erledigt alles. Ja, okay, dann ist er halt einfach ihr Partner, indem er halt ihr Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, Respekt an Sally, dass die so lange ausgehalten hat. Es gab Situationen, wo ich die Welt nicht verstanden habe, wie er vor dem Team ihr gegenüber, also wie er mit ihr geredet hat. Und das ist für ihn gerade der größte Knick seines Lebens. Er schämt sich ja, er sagt es ja, glaube ich, in diesem, wo er da eingeladen war, er schämt sich, dass die Leute das mitbekommen haben. Dass sie sich von ihm getrennt hat. Also hat er es als Typ nicht geschafft. Und es ist nicht nur, klar, ich fand auch ihren Text super, was sie da geschrieben hat,
Aber da sind noch viel. Den Krieg, den die Sally führen musste mit ihm, den will keiner mit ihr teilen. Wirklich? Aber halt angestellt. Organisiert ist es. Also ja. Eine Mischung, glaube ich, aus Assistent. Ja. Und ich mein Vater, weil der kümmert sich dann halt mehr um die Kinder wahrscheinlich. Ja, solche Sachen. Ja. So eigentlich das, was Ehefrauen traditionell ja für ihre Ehemänner gemacht haben, oder? Jahrelang. Einfach komplett den Rücken freigehalten. Mhm. Ja. Mhm. Krass. Er selbst ist aber Teil von Sallys Welt, ne? Er hat eigene Backen-Kochrezepte, die er präsentiert. Er hat einen eigenen Podcast mit ihr. Er macht auch selbst Social Media. Er hat auch eine eigene Handwerkershow beim SWR und macht auch eigenen Content. Also es ist nicht nur so, dass er halt einfach ihr nur den Rücken frei hält, sondern er macht auch selbst voll viel. Also du merkst, als er Sally Convelli vorgestellt hat, er wusste wirklich, er kannte jeden, er wusste, was abgeht. Er hatte alles auf dem Schirm. Der ist halt einfach involviert, glaube ich. Ist genau, drin. Genau. Also das muss man eingestehen, der hat da schon, er hat es gelebt einfach. Das war seine Vision und die hat er halt... Du bist über Leichen gegangen, um diesen Weg zu gehen. Und das ist die Retourenkutsche. Und das ist das, was ich gesagt habe. Das passt nicht meiner Meinung nach mit der Philosophie von Sally. Wie sie ist und wie sie lebt und Lehrerin und dieses Herz, den sie hat, ist viel, viel anders, als er seine Vision gehabt hat. Er ist über Leichen gegangen. Es gab Menschen, die haben sich in Sally verliebt, ja, und natürlich dann in diese ganze Welt. Und der Typ hat die zerstört. Der hat, also es sind Dinge passiert, ich frage mich, nochmal Respekt, so viele Jahre durchzustehen. Was wir über die beiden wissen, wie sie sich kennengelernt haben, wie zusammengekommen sind. Sally lernte Murat während ihres Abiturs kennen, sie war 19, er war 26 und er war Unternehmer. Er hatte eine eigene Ich glaube, ich irgendwie so eine Videothek gehabt, genau, und dann hat sie fürs Abitur Geld gebraucht oder gesammelt. Drei und eine Videothek und auf der Suche nach einem Sponsor für das Abi ging Sally in Murats Videothek zufällig und beide verliebten sich auf Anhieb ineinander. Oh, wie süß. Ihr erstes Date hatten sie im Oktober 2007 und geheiratet haben sie dann im Juni 2000. Da sieht man schon, hier, guck mal, sein Blick schon. Ich sehe ihn heute mit ganz anderen Augen. Und seitdem sind sie verheiratet. Über ihr erstes gemeinsames Date sprechen sie unter anderem bei Shopping Queen. Er lud sie ins Kino ein und sie sahen sich einen Horrorfilm an. Perfekt. Ja, er meinte auch, warum soll ich mit ihr was Romantisches schauen? Ich möchte was Cooles mit ihr machen. Ja. Jan Böhmermann erzählte sie vor 6 Monaten, dass sie seine Intelligenz und seinen Humor mochte und dass sie sich auf Anhieb bei ihm aufgehoben gefühlt hat. Und sie hat das Gefühl, er macht halt einfach alles mit. Mhm. Über Murat und seinen familiären Background erzählen Sally und Murat, dass er zwar total untürkisch groß geworden ist, er kann ja wohl kein Türkisch oder so, er hat das durch Sally gelernt, Türkisch zu sprechen. Seine Mutter aber super konservativ ist. Mhm. Sie darf zum Beispiel nichts von Sallys Imperium. Murat kennt sich mit Social Media sehr gut aus. Damit kriegst du halt so die Herzen der Follower. Ich hab diese Frau, also Gott hab sie noch lange gesund, so intensiv und jetzt gerade zum Ende hin, auch das so hinzustellen, als hätte ihn Sally damit im Stich gelassen, das glaube ich nicht. Wissen. Weiß ich es immer noch nicht? Nope. Sally sagt halt so, die ist nicht so doof, die wird schon merken, was abgeht, wenn sie in Sally Convelli reinkommt, aber sie denkt, dass ich Hausfrau bin, in der Küche stehe und Murat der... Ja, das ist halt so Storys, die der Murat halt immer auspackt, so als würde die Mutter nicht wissen und... Kleinverdiener ist. Murat erzählt seiner Mutter, dass er halt noch bei der Post angestellt ist. Ja, genau. Ja, darf sie nichts wissen oder weiß ich es aber nicht? Sie darf nichts wissen. Aha. Also wenn du ganz, allein schon ihre Reaktion, wenn du ganz so mal intelligent bist, wer erzählt so eine Scheiße und du glaubst das? Weil dann würde sie ausrasten, sagt er. Und es wird richtig bizarr. Pierre Krause war bei denen zu Besuch und dann haben die abends gekocht. Und du hast schon gemerkt, und das war glaube ich vor 7 Monaten oder so, dass das Video veröffentlicht wurde, dass die Stimmung auch so leicht angespannt war. Und Murat hat ihm dann die Situation mit seiner Mutter erklärt und war so, ja, sie vertritt halt einfach das Weltbild, dass der Mann der King ist und die Frau in der Küche gehört, was für Sally der absolute Horror ist. Das sagt sie, das ist der absolute Horror, sie kommt einmal im Jahr und sie muss halt alles tun, was Murat sagt. Murat setzt sich auf die Couch, ist zum Teil richtig frech zu ihr und redet wohl auch richtig fies mit ihr. Er meinte, es gibt im Türkischen so eine fiese Aussprache mit, also Vibe, bring mir jetzt den Tee, aber schnell. So sagt er das und du merkst halt, dass Sally voll davon genervt ist. Komisch, also es war eine komische Situation zwischen den beiden, was ich voll verstehen kann nach 16 Jahren. Come on. Boah, das, ich verstehe das gar nicht. Das ist mir jetzt so fremd gerade. Ja, das ist. Also, dass er das dann da lebt und so. Dafür. Voll passt weird, weil. Nicht. Ja, es passt halt nicht, nee. Ne? Der traut sich nicht seiner Mutter irgendwie entgegenzustehen. Das ist es, ja. Der verehrt auch seine Mutter. Ne? Also er hat ganz viel auf Social Media von ihr und so. Die war, glaube ich, jetzt letztens krank oder ist noch krank. Der verehrt sie. Aber da denke ich mir nur so, ich finde, ab einem gewissen Alter muss man sich emanzipieren können von seinen Eltern und von ihren Glaubensgruppen. Das muss er nicht mal. Ich sag, das muss er nicht mal. Wenn du dich normal verhältst deiner Frau gegenüber, welche Mutter, also ganz ehrlich, aus welchem Schlagdorf kommst du, wenn du mit deiner Tochter normal, also mit der Schwiegertochter gut umgehst und die eine Schwiegermutter das sieht? Oder deine eigene Mutter. Also. Grundsätzen? Und da muss ich sagen, das sollte spätestens mit
19, 20 passiert sein. Spätestens sogar. Ja. Es gibt Leute, die können es. Ja, ich kann es halt, halt nicht verstehen, weil ich halt immer Konter gegeben habe bei meinen Eltern, egal was sie gemacht haben. Ich würde Leuten wirklich den Benefit of the Doubt, also spätestens bis man verheiratet und Kinder hat, denke ich mir, solltest du dich emanzipiert haben? Vielleicht, maybe okay, ein bisschen. Gut. Das ist deine Grenze, meine schon mit 19. Ja, ja. Komm mir nicht ins Haus, wenn du deine Mutter feierst. Auf alle Fälle ist es, ja. Was man immer wieder von ihnen und anderen hört, die beiden sehen sich kaum im Alltag. Mhm. Und weil das Gelände auch so groß ist und in vielen Clips sieht man halt irgendwie, wie Sally mal durch die Gegend läuft, wo ist denn Murat? Und irgendwie jemand versucht, Murat anzurufen, der dann aus irgendeiner Ecke kommt, ich war hier. Super lustig. Und dass die auch im Rahmen ihres Podcasts über sich sagen, so, boah krass, wir haben jetzt so endlich die Möglichkeit, uns wieder neu kennenzulernen, weil wir uns wirklich aktiv hinsetzen, einmal die Woche miteinander sprechen. Mein persönlicher Eindruck von den beiden, wie gesagt, ich habe die nicht verfolgt, die waren gar nicht auf meinem Radar. Ich finde sie super lieb, ruhig und sehr schüchtern, voll bodenständig. Mhm. Murat aber auch. Wobei Murat halt wirklich so ein Gegensatz zu ihr ist. Der ist halt forsch und laut und frech, hat aber dennoch so eine sehr liebevolle und ruhige Art. Mhm. Ich finde, er gibt mir so Motivations- und Life-Coach-Vibes. Ja, voll. Der kann auch so gut reden. Das ist krass bei diesen Vibe-Days. Video-Days-Videos. Vibe-Days? Das ist auch mal ein cooles Festival. Also das konnte er wirklich, aber zu extrem, weißt? Also so Normalsterbliche, die lassen sich von ihm schnell einlullen, aber andere, die so ein bisschen anderes Mindset haben, die sagen, Alter, der labert mir zu viel. Und das hat er. Days, okay. Wirklich. Bei den Video-Days, ey, fing er plötzlich an, also es ging ja um die Beine und wie die halt das alles aufgebaut haben. Und dann sprang der auf und erzählt und macht so Mimik-Gestik und... Boah, das hat die Sally nie gemocht. Oh Gott, das mochte sie nie. Weil sie nie wusste, was der jetzt labert, ne? Und sie musste immer den Kopf, also sie musste ihr Kopf dahin halten. Wie, was für Diskussionen wir immer da hatten. Wenn wir auf der Messe waren, ihr seht das ja heute noch auf ihrem Video, also könnt in den alten Videos, werdet ihr mich überall sehen, in den Autogrammstunden oder überall, oder wenn der mit seinem Mikrofon da rumgerannt ist. Also man musste immer vorsichtig sein und sie war immer so, oh Gott, was kommt als nächstes? Ich hab nur so, krass, ich könnte dem jetzt 2 Stunden zuhören. Der kann das richtig gut, der kann gut reden. Mhm. Das muss man dem lassen. So, aber... Gleichermaßen zanken die sich auch oft. Mhm. Da, wo der halt aufsteht und Sachen präsentiert, hat man oft das Gefühl, dass Sally so ein bisschen genervt von ihm ist. Was ich auch irgendwo verstehe, kann ich auch nicht so verstehen. Ist, ne? Ich kann das auch, ich habe auch einen Partner, der sehr viel redet und auch gerne was präsentiert. Ich sehe es in Marias Augen, wenn es so zu viel ist. Und ich bin genau nicht die wusste, dass er viele Dinge sagt, die nicht stimmen. Die wusste das. Ich bin auf dem Punkt so, please calm down. Ja. Und ich kann deswegen die Dynamik sehr gut verstehen, dass manchmal der Partner, auch wenn das eine Qualität ist, die man an ihm mag, manchmal echt zu. Ich sagte, die haben das so gut analysiert, also Respekt, dass die Sally sagt, hier krass, die sehen den Murat, wie ich das auch gesehen habe. Es ist echt so. Und das war auch in diesem Video und in anderen Videos, wo man merkt, dass sie immer so ein bisschen leicht genervt von ihm ist. Und er ist halt so, er merkt halt nichts. Ne? Und das würde vielleicht dann zu dem passen, was er danach auch gesagt hat, dass er nicht so viel gemerkt hat. Ach, und, ne, genau, und dass sie sich auch oft zanken, dass sie dem oft, kennst du Pärchen, die sich immer so passiv-aggressiv so Kommentare zu werfen, um nochmal zu sagen, das nervt mich an dir, an unserer Beziehung. Dann, genau. Und das ist auch immer so kleine Sticheleien, wo du denkst, das will ich jetzt nicht wissen. Mach das zu Hause, wirklich, ich hasse es. Ja. Ich habe keine Freunde mehr, die so sind, zum Glück. Unangenehm. Und die letzte gemeinsame Folge der beiden, Podcast-Folge, war im Oktober 2023. Ich habe die gehört und man hat nichts über Trennung oder sonst was rausgehört. Das war ja einen Monat, bevor es ja verkündet wurde, oder? Oder wurde es verkündet? November, ja. November. Und danach kam nichts mehr. Krass. Ja. Ja, die haben wird das wahrscheinlich vorproduziert. Die wird nicht jede Woche ad hoc da sitzen und das aufnehmen. Ja. So, jetzt kommen wir zur Trennung von Sally. Und ja, die hat ja ein Riesenteam. Das ist alles vorproduziert. Und ihr Mann Murat. Für sie war es klar, für mich war es nicht klar. Das ist das Motto von Murat. Wie? Können wir darüber sprechen, dass ich das oft echt nur von Männern höre? Ja. Wie kommt das? Ja, man sagt doch, dass Frauen irgendwie länger... Männer brauchen... Für Männer ist, also sie erklärt es, glaube ich, jetzt auch. Beziehung wohl kämpfen, oder habe ich zumindest irgendwo mal gelesen, aber wenn es dann vorbei ist, dann machen sie schon dieses innerlich schon Schluss mit einem und wenn sie es dann verkünden, dann ist es halt so... Vorbei. Vorbei. Mhm. Und aber es ist immer so ein langer Zeitraum, der sich irgendwie so ergibt und anscheinend checken das Männer nicht. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Keiner guckt genau hin. Entweder sind Frauen super gute Schauspielerinnen oder, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder... Ich kann mir gut vorstellen, dass es auf alle Fälle Beziehungen gibt, in denen Pärchen einfach gar nicht miteinander reden. Ja. Das merkt man ja, wie gesagt, ich bin ein riesiger Nicolette-Fan, die macht immer den Dirty Donnerstag. Mhm. Und dann kriegt sie ganz viele Anfragen von mehrheitlich Frauen, die halt das und das und das beklagen, aber dann schreiben, ich traue mich nicht, das meinem Partner zu sagen. Und sie so ist, redet mit euren Partnern, was geht ab? Ich glaube, sowas gibt es oft und da kann ich verstehen, wenn dann Männer sagen, ich habe es nicht kommen sehen, weil meine Partnerin nicht mit mir geredet hat, aber... Ich kenne Freundinnen, die das auch sagen und die mir sagen, ich habe mit denen so oft darüber geredet. Das ist es, ja. Also wenn ich an meine Ex-Beziehung zurückdenke, wo ich dann den Schlussstrich gezogen habe und auch gesagt habe, es ist jetzt vorbei, dass sie mir erstmal nicht geglaubt haben. Und gesagt haben, ja, aber wir können ja eine Pause machen und dann später noch, nein. Ja. Ich habe dir so, jahrelang sage ich dir schon, wo das Problem ist. Ja. Und ich habe dir gesagt, wenn das vorbei ist, dann ist es für mich vorbei. Ja. Und dann war es vorbei und dann so, ja, Moment mal, wie ist es vorbei? Ja. Also so, es gibt ganz halt beides. Komisch, ne? Das ist super komisch. Ist es, dass Frauen ihre Probleme vielleicht generell nicht ernst nimmt? Die Frau, die heult wieder rum und die Frau, die meckert wieder rum und die Frau, die ist wieder hysterisch. Das kann auf jeden Fall sein. Ich meine, dieses meckernde Freundin
diesen Witz, den gibt es ja seit Ewigkeiten. Ja, klar. Und ich bin nicht der Meinung, dass das irgendwie von Natur aus so geregelt ist, dass die Frau das vielleicht Dinge mehr spürt als der Mann, sondern das ist einfach, glaube ich, dass man so konditioniert ist irgendwie. Klar, Frauen reden über ihre Gefühle, sie haben einen Kreis, mit dem sie sich austauschen können und Männer halt leider nicht, weil die Armen gelernt haben, deine Gefühle sind scheiße und haben keinen Platz in dieser Welt. Ja, vielleicht, ja. Ich finde das eine sehr interessante Sache, aber vor allem jemand, der eigentlich so lieb ist und so viel kommuniziert wie Murat, da fand ich das sehr komisch. Ja. Das heißt, das könnte ich mir wirklich nur so erklären, als du jetzt erklärt hast, wie Sally so von Natur aus ist, dass da vielleicht wenig Kommunikation stattfand. Maybe, dass sie halt vielleicht auch nicht geredet haben. Ne? Und für mich hat sich der Verdacht so ein bisschen, okay, jetzt werden vielleicht einige die Augen verdrehen, aber leider ist mir das Wort sofort eingefallen, dieses Toxic Positivity. So jemand, der einfach die ganze Zeit positiv ist und der Meinung ist, egal was ist, wir schaffen alles. Und das ist ein super schönes Mindset, aber manchmal... Sie war da schon weg. Sie war vom Kopf her schon lange weg. Reicht das halt nicht. So manchmal gibt es dann keinen Ausweg. Und vielleicht ist er nicht jemand, der sowas sehen will. Das kann sein, ja, weil er ist sehr positiv. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, der hat nach den Sternen gegriffen und hat Sally definitiv sehr viel unterstützt. Und ich denke, also so kann ich. Also ich weiß durch eine gute Quelle, dass an dem Tag, als das safe war, dass der auch nichts mehr mit der Firma haben darf, haben die Mitarbeiter Weihnachten, Ramadan, Silvester, alle Feiertage, die es gibt, gefeiert. Dass der weg war, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das wussten viele schon, glaube ich, so vom Gefühl her. Und wie gesagt, ich bin so gottglücklich, dass es das Gute und das Böse gibt, weil wenn du an das Gute glaubst und du hast in deinem Leben, jeder macht Fehler, aber du hast in deinem Leben... Weißt du, in dieser einer Sache bist du so 100% so fest davon überzeugt, dass du nichts dir zu Schulden hast kommen lassen und dir wird das angetan, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Abrechnung kommt. Und das ist für ihn die größte Abrechnung. Der hätte mit dieser Quittung ja nie gerechnet, weil die kann er nie bezahlen, weil das ist weg. Die ist weg. Ich kann mir das nur vorstellen. Am 23. November 2023 verkündete Sally auf Instagram, dass sie und Murat fand ich super, was sie geschrieben hat. Getrennt haben. Und da hat sie auch eine längere Caption geschrieben, die würde ich gerne vorlesen. Ja. Manchmal schreibt das Leben andere Geschichten und alles kommt anders als geplant. Es war schon immer mein Traum zu heiraten, eine Familie zu gründen, einen Beruf auszuführen, der mich jeden Tag erfüllt und ich wollte bis ans Lebensende glücklich sein. Meine zwei wundervollen Kinder könnten nicht perfekter sein. Sie erfüllen meinen Tag mit Glück, bringen mich zum Lachen und ich bin unendlich stolz auf sie. Meine Berufung habe ich gefunden und stehe jeden Tag dafür gerne ein. Die letzten Jahre stand unsere Beziehung aber unter großem Druck. Wir sind Eltern, waren Liebes- und Geschäftspartner, die Grenzen verschwimmen. Wir haben uns auseinandergelebt, so dass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert. Nach einem langen Kampf um die Ehe haben wir es doch nicht geschafft. Also haben wir uns dazu entschlossen, uns zu trennen. Es ist immer besser, zwei glückliche Herzen zu haben, als ein gemeinsames gebrochenes. Murat und ich werden aber immer in Liebe miteinander verbunden sein. Wir sind die Eltern von zwei wundervollen Mädchen und werden immer eine Familie sein. Wir möchten uns hierzu auch nicht weiter äußern. Bitte respektiert daher unsere Privatsphäre und auch die unserer Kinder. Wie findest du, hört sich das an? Und genau, und als Bild war nur Sally zu sehen. Super lieb. Also, sie sagt, wir haben uns getrennt, auch positiv. Und ich sag euch, also, trotz, dass sie diesen Krieg mit ihm geführt hat, 100%, ich habe das so im Gefühl, ja, schreibt sie noch trotzdem nichts Negatives, lässt ihn absolut gut dastehen und keiner kann ihm jetzt was, also damit war eigentlich die Sache fertig. Der Schock ist groß, aber es hätte mit der Zeit, wäre das einfach so voneinander gegangen, aber das, was sie dann abgekriegt hat, kann ich nicht akzeptieren, also kann ich nicht verstehen, wie behindert kann man sein? Es war eine vernünftige Entscheidung, das zu machen. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Genau. Was vollkommen legitim ist, wenn man überlegt, die waren 16 Jahre zusammen, er war wahrscheinlich ihr allererster Freund, sie hat Abi gemacht. Ja. Sie hat Abi gemacht, sie ist auch in ihrem kleinen Dorf geblieben, sie hat da ein Imperium aufgebaut und es ist vollkommen okay, sich auseinanderzuleben, wenn man diese krassen Entwicklungen halt auch durchmacht. Ne? Ja. Von 19 bis jetzt, das ist schon krass. Wie alt ist sie jetzt? Mitte 30? 16. Ja, die wird ja 35 sein. Ja. Das ist schon krass. Ja. Du bist ja komplett ein anderer Mensch. Ich fand auch, dass sich das eigentlich ziemlich gut angehört hat. Ja. Es ist halt immer eine beschissene Situation, vor allem wenn du der Partner bist, der sich nicht trennen wollte. Aber genau, ne, sie konzentriert sich aber auf jeden Fall bei dem Trennungsprozess auf die Kinder, was ich auch mal gut finde, und nimmt ein Beitragsbild von sich selbst. Klar. Und habe ich noch eine Klammer geschrieben, Take Notes, Olli, der einfach so lovey-dovey Hochzeitsbilder und alles mögliche gepostet hat. Ich einfach denke, nee. Unangemessen. Richtig unangemessen. Über den reden wir auch nächste Woche Sonntag, Kinders. Genau. Ihr könnt, So, wie reagiert Murat? So. Murat hat einen Live-Ticker gestartet. Hättet ihm folgen können unter der_Murat_. Und veranstaltete auch so eine Fragerunde halt auf seinem Instagram. Und da war zum Beispiel eine Frage. Man muss dazu sagen, dass ich vor 2-3 Wochen, ich hatte irgendwann mal, ich schwöre, jetzt kommt mir es gerade hoch, habe ich irgendwie zu jemandem gesagt, ich habe das im Gefühl, da war ja irgendwas, war mal bei Insta-Fakes. Die folgen sich nicht mehr oder so. Und
Dann hat man danach geschaut und hat man gesehen, doch, die folgen sich noch. Aber ich wusste, da hat es schon geknallt gehabt. So, nochmal, ich will nicht wissen, welchen Krieg sie geführt hat und trotzdem noch so professionell in ihrer Caption geblieben ist. Wieso habt ihr eure Trennung? Und genau, dann hat irgendein Follower gefragt, hey, hoffentlich mit der Beziehung alles in Ordnung und so. Und dann hat er geantwortet, hey, alles super so, macht euch keine Sorgen, alles perfekt. Weil das ist genau, du lebst in dieser Welt, dass alles perfekt ist, alles positiv. Trennung nicht zusammen veröffentlicht, weil das war ein Beitrag, den nur Sally also gepostet hat. Nicht, du kannst das ja gemeinsam mit einem anderen Instagram-Post machen. Und da sagte Murat, das habe ich mich auch immer gefragt, aber ich habe es selber über die Zeitung erfahren. Mhm. Erst haben es die Geschäftspartner erfahren, einen Tag vorher dann die Mitarbeiter und die Bild-Zeitung hat es dann als erstes rausgehauen und ich wusste es, bevor sie es mir dann persönlich davon in Kenntnis gesetzt hat. Okay, ganz schön Satzbau. Und dann so ein Herz-Emoji. So, okay, gut. Und dann heißt das, Güni wusste vor dir von der Trennung, ist anscheinend auch ein Geschäftspartner und ein Freund. Ja, er wusste es auch, aber ich bin niemandem böse deswegen. Jeder steht auf dem Lohnzettel und jeder hat eine Abhängigkeit. Das fand ich auch ein sehr interessanter Satz. Jeder steht auf dem Lohnzettel? Also er hat Lohnzettel, also der hat sich so hingestellt, als irgendwann mal kannst du eine Kündigung kriegen. Zettel und jeder hat eine Abhängigkeit. Das heißt, also Murat sagt ja im Prinzip, dass alle Menschen in Sallys Leben eigentlich auf ihrem, also so verstehe ich das, ja. Also angestellt ist. Mhm. Weil ich weiß nicht, okay, mach ich jetzt weiter. Mhm. Das verstehe ich und das ist auch okay. Und dann so ein Herz-Emoji. Mhm. Ich bin niemandem böse deswegen oder nachtragen, das wiederholt er halt öfter. Das habe ich auch den meisten gesagt, denen ich es sagen konnte. Okay, bis auf 2 oder 3, denen wünsche ich Kamelflöhe an den Hintern und ihre Arme sollen schrumpfen, damit sie sich nicht kratzen können. I'm so confused. Okay, ja. Richtig weird, das heißt, er wirft. Ich weiß nicht, ob einer der Personen, die er da gemeint hat, als ich noch dort intensiv das Management gemacht habe, der Murat hat mich immer aufgezogen. Irgendwann mal hat er so einen blöden Spruch gebracht, hat mal zu mir gemeint, ja, mein Steuerberater hat gesagt, der Herr Gul, also Familienname Gul, das ist eure höchste Ausgabequelle. So, ich kriege ja 20%. Ja, dann bin ich doch auch automatisch deine größte Einnahmequelle, du Geiziger, du Gieriger. Also auch da, ja, das war immer so, ich war immer für ihn ein Dorn im Auge. Der hat nie verstanden, dass ich mit meinen, ich versuche es so zu erklären, für jeden da draußen. Wenn du Sympathie hast, ein guter Mensch, kannst du noch so aussehen. Ich sehe nicht deutsch aus. Ja, ich habe die Sprache lernen müssen. Ich konnte mich und kann mich halt sehr, sehr gut verkaufen. Ich war in Unternehmen, die haben mich gefragt, was ich studiert habe. Ich habe die Hauptschule abgebrochen. Ich habe nichts, ich habe keinen Beruf, nichts gelernt. Ich habe mein Leben lang nur Fußball gespielt. Und durch diese Sympathie und durch dieses Ehrlichsein habe ich mir diesen Erfolg aufgebaut. Und darauf baut sich diese ganze, meine Geschichte auf. Und ich weiß nicht, ob ich gerade den Faden verloren habe, aber ich musste das erwähnt haben. Und das Zusammenhang. Sally vor, das aus den Nachrichten erfahren zu haben. Ja. Er schreibt auch so Timestamps, so wann die Nachrichten, wann die SMS von Sally ankam, wann die Bild-Zeitung das gepostet hat. Also so, und das ist jetzt, wo schon ein Krieg anfängt. Wovon, sie hat es doch perfekt geschrieben, die Story ist doch finish. So, aber er wollte sie, und das erinnert mich an meine Story, also mit ihm, er wollte sie nicht so ungeschoren davon lassen. Richtig weird, aber ich lese mal weiter vor. Okay. Dann verlinkt er in seiner Story so einen Bildartikel mit dem Titel Nach 16 Jahren Ehe aus bei Sallys Welt. Und das ist auch am gleichen Tag anscheinend gepostet. 22.11.20:45 Uhr. Mhm. Mit dem Kommentar 20:45 Uhr habe ich die Nachricht von der Bildzeitung bekommen, wie hier zu sehen. Dann nächste Story. Er postete einen Screenshot von angeblichen WhatsApp-Nachrichten von Sally an ihn. Man sieht es halt nicht, weil er es unkenntlich gemacht hat. Und da steht dann 20:45 Uhr ihre Nachricht, dass sie es öffentlich macht. 3 Minuten später, da hatte ich es aber schon aus der Bildzeitung erfahren. Das heißt? Dass die Trennungsnachricht kam von ihr und dann gleichzeitig die Bild-Zeitung. Ich kann die Nachrichten leider nicht lesen, die Sally eben geschrieben hat. Ja. Also, oder es geht wahrscheinlich darum, dass sie es öffentlich gemacht hat. Wer versteht sowas? Jetzt guck mal, wie dreist die Menschen sind. Von ihm, die Follower, die ihn kennen durch seine Frau, die mobilisiert er, damit die rübergehen und erzählen, was für eine falsche oder was für eine Schlange oder wie kannst du so herzlos sein, so mit deinem Mann, Ex-Mann. Wie kannst du sowas überhaupt machen? Es ist, weil er so macht das jetzt ganz tricky. Genau. Du denkst nämlich bis zu dem Zeitpunkt, sie habe ihm gar nichts gesagt und er hat über die Presse erfahren, dass sie sich von ihm trennt. Aber jetzt plötzlich heißt es, ich habe von ihr erfahren, dass sie das öffentlich quasi. Sally wollte das wahrscheinlich schon viel früher sagen und
Die hat ihm gesagt, ich werde es tun. Und ich, jeder hat sich schon getrennt. Ich glaube, dass die schon getrennt waren und sie halt einfach für sich entschieden hat, hey, ich ziehe das jetzt durch. Die mit den Medien kommuniziert genau. hat. Also das bei heißt, dem Q&A war das schon die Frage, warum habt ihr es nicht gemeinsam veröffentlicht? Aber ich finde, so wie er schreibt, sieht das halt irgendwie so aus. Genau. Richtig komisch. Dann postete ein Screenshot von Sallys Trennungspost und kommentierte 21 Uhr öffentlich auf Insta. Ich habe das Posting nie angenommen. Es war nicht meine Entscheidung und nicht meine Worte und nicht das Bild, das ich genommen hätte. Also das heißt auch da, er möchte halt quasi kommunizieren. Sally hat das alles im Alleingang gemacht. Okay, ich bin getrennt. Oder jemand trennt sich von mir. Ja, ich frage jetzt noch nach einem, was ich posten darf oder was soll das? Was ich mir auch, warum macht er das? Ich überlege halt gerade. Er will ja eine reinwirken, das ist das, weil ja. du... Entweder hat, also, ihr dürft eins nicht vergessen, das ist Mann und Frau 16 Jahre, klar haben die auch Geheimnisse. Vielleicht gibt es Dinge, die, wo sie sagt, hoffentlich kann ich einem Menschen, dem ich so viel vertraut habe, auch einfach das für dich lassen. Aber der Murat... geht über Leichen. Ich will dir jetzt damit keine Angst machen, aber ich wünsche mir eine Sache. Ich hoffe, dass sie wieder mit ihrem Bruder zurückfinden, weil das hat auch geknallt. Da ist auch er dafür verantwortlich. Das sind so viele Baustellen außenrum, wofür sie jetzt, ich sehe das heute mit ganz anderem Blickwinkel. Zum Glück habe ich nicht vor 2 Jahren mal ein Video aufgenommen oder ich habe es aufgenommen und das wird nie existieren. Da habe ich die Welt noch ein bisschen anders gesehen. Und er ist sowas von negativ und so schlecht, dass das mit, man kann jetzt mit allem rechnen. Wer hockt sich 2-3 Wochen später oder wie viel später in irgendeine Sendung und erzählt so einen Schwachsinn? Du musst nicht jede Frage, die du bekommst, beantworten. Ja, er hat ja. sich bewusst dazu entschlossen, diese Frage zu antworten, um ihr einen Stinkefinger damit zu geben. Und ich wette mit dir, wenn doch Murat mit Sally geredet hätte, ja. können wir einen Weg finden, wie wir das gemeinsam kommunizieren. Ja. Als ob die gesagt hätte, nein. Das ich glaube. Das hat sie. Eher, dass er das nicht wollte, dass sie es öffentlich ja. macht. Und sie und Jada Pinkett Smith. So in die Richtung. Ja, wobei ich habe, ich weiß, Blick da bei dem beiden nicht, ja. will irgendwie das doch, keine Ahnung. Und dass sie irgendwann mal gesagt hat, ja, aber Murat, ich möchte das öffentlich nicht. machen und ich mache das jetzt einfach genau. so. Ja. So kann ich mir das vorstellen. Ja. Weil ich schätze Sally auch nicht so ein, dass sie die analysieren gut. Das mal Eingang machen würde, um was zu tun. Ohne Grund, ja. Vor allem ist sie so ein Mensch, die so bedacht ist ja. auf ihr Image. Mhm. Also ob man sie jetzt mag oder nicht, ist eigentlich egal. Ja. Es macht halt keinen Sinn. Ja. Es ist doch im Interesse. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass du sie nicht magst. Also so wie ich sie kenne. Ich kenne sie in der Tiefe, ja. Und ich weiß, was für einen Einfluss ein Ehepartner auf dich haben kann, wenn du plötzlich dich vom Charakter her veränderst. Es ist schwierig, man muss in der Haut gewesen sein, um das zu verstehen. Ich kenne das aus meinen eigenen vergangenen Beziehungen. Besser aller, ja. dass etwas friedlich gepostet werden kann in Zeiten von Social Media. Und vielleicht haben die Medien auch irgendwie Wind davon bekommen und sie unter Druck gesetzt. Das kann natürlich auch sein. Auch, kann man nie wissen. Vor allem, als ob Sally zur Bild-Zeitung geht und mit denen darüber spricht. Ja, irgendwas ist komisch an dieser Geschichte. Ich glaube, vielleicht hat sie Druck bekommen und sie war so, okay, bevor die das droppen, droppe ich das. Genau. Und natürlich will sie auch kein gemeinsames... Vielleicht hat sie wieder gesucht und da war irgendwie auf dem Gelände unterwegs. Murat, ich hab dich gesucht, du warst einfach nirgends so aufzufinden. Ich hab Flügel F. Okay. Nee, aber was hätte sie für ein Bild nehmen sollen? Sie hätte kein Bild, also gemeinsames mit den Kindern, auf gar keinen Fall. Die will die Kinder eh nicht mehr öffentlich zeigen, was super ist. Ja. Ein gemeinsames Bild mit Murat ist vielleicht auch nicht so passend. Cringe. Vielleicht haben die auch kein gemeinsames Bild, weil die sich nie sehen. Und dann so ein öffentliches Bild zu nehmen, wäre irgendwie auch doof. Ja. Ich finde, also aus meiner Perspektive und aus deiner würde ich jetzt sagen, hat sie eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Wie willst du sonst eine Trennung, die unschön ist, halbwegs elegant handeln? Ja, also meine Vermutung ist, Murat wollte das nicht öffentlich machen oder wollte noch warten. Sie wollte das halt nicht, weil sie wusste, dass die Leute im Wind bekommen. Ja. Weil es kommt ja auch immer so, Leute stellen im Internet dann Fragen. Wo ist Murat? Warum redest du nicht über Murat? Was geht ab mit Murat? Und dann wird es unschön. Ja. Und okay, verstehe. Okay, gut. So, und dann, das Ganze ist halt direkt nach der Trennung halt passiert. Ne? So, und dieses Q&A ist aber vor ungefähr einer Woche gepostet worden. Das ist auch das, wo du auch hier das gesehen hast, wo der so ganz brav am Klavier sitzt. Das ist voll süß. Das waren die krankensten Stories, die er gemacht hat. So, und dann hat er halt auch am Anfang erstmal ein bisschen gesprochen und meinte, dass er seine Erfahrung aus seiner Perspektive niederschreiben möchte. Mhm. Ich finde, es klingt generell alles, was er gesagt hat, eigentlich sehr positiv ja. Sally gegenüber. Es gibt nur so ein paar Momente, wo ich mir denke, okay, mal gucken. Okay. Genau, auf jeden Fall möchte er halt ein Buch schreiben über die letzten 16 Jahre mit Sally, ja. wo ich einfach nur weiß, dass Sally gecringed hat, bis zum geht nicht mehr. Also ich dachte, warum musst du das tun, Murat? Musst du das wirklich tun? Das ist, guck, Leute. Das sind nur Dinge, die er, das sagst du nicht so früh, dass du irgendein Buch schreibst. Das sind der will, dass sie diese Story sieht. Und ich bete zu Gott, dass sie gar nichts mitkriegt. Ich kann mir vorstellen, dass die das einfach, dass sie vielleicht jemand sieht, also jemand sieht und sagt, hey, hast du mitgekriegt, der will jetzt irgendwie ein Buch schreiben. Ich glaube nicht, dass sie seine Stories inhaliert. Kann ich mir nicht vorstellen. Für dich. Und er sagte, dass er eine Märchengeschichte erzählen möchte, weil sein Leben war ein Märchen mit Sally. Okay. Und zeigen möchte, wie... Ja, ich hoffe, du erwähnst mich. Tolles war.
Toxic Positivity. Ja, unglaublich, durchwachsen, voller Liebe und Erfolg, sagt er. Ich meine, er hat nicht Unrecht. Ja, deswegen, also wenn ihr das jetzt hört mit Toxic Positivity, es fühlt sich sehr viel an. Ja. Und es ist sehr öffentlich. Ja. Und ich bin es immer noch nicht gewohnt, dass Leute in Deutschland ihre Liebesbeziehungen öffentlich nach außen tragen. Ja. Also auch bei Oliver Pocher, ich bin so überrascht, dass er das so krass macht. Mhm. Naja. Ja. So, ne, generell spricht er liebevoll über seine Vergangenheit. Er sagt aber auch, dass die Sache abrupt zu Ende gegangen sei mit ihr und er noch nicht weiß, warum es zu Ende gegangen ist. Ich wundere, ich hatte eine Schulter-OB vor 6 Wochen. So, er hat Tränen in den Augen, als er einen Fan zitierte, dass jemand wohl gesagt hätte, wenn Sally und Murat nicht schaffen, schafft das keiner. Ich meine, tatsächlich, es gibt manchmal so Paare, wo ich das immer denke. Aber dann trennen sie sich und dann geht es ja trotzdem weiter im Leben. Ja, wie wenn sich Zendaya und Tom Holland trennen würden. Ich bin echt traurig, weil die so toll sind zusammen. Ja, ich weiß, aber... Also, das war gar kein Paar. Ich mag den Satz nicht, weil das ist so... Wie viel mehr Druck sollen wir Pärchen eigentlich noch machen? Ach so, ja, natürlich. So. Wirklich diese Edits auch von Zendaya und Tom, ne? Diese AI-generierten Hochzeitsbilder und Kinderbilder und so. Das ist richtig schlimm. Okay. Da ging ja auch das Gerücht rum, dass sie sich getrennt haben. Das ist richtig krass. Und dann hat aber Tom sie halt in einem Interview erwähnt und war auch... Okay, okay. Genau, also er betont halt wieder, dass er die Geschichte aus seiner Perspektive erzählen wird, ohne mit Dreck um sich zu werfen. Okay. Ich bin der Meinung, das kann man nicht verhindern. Das geht gar nicht. Vor allem, wenn er halt sagt, dass er es nicht versteht. Ja. Er könnte dann so Dinge erzählen wie, ja, Sally und ich saßen am Küchentisch und ich habe ihr ganz gespannt von irgendwas erzählt und sie war sauer und bla bla bla. Und das ist ja dann so eine einseitige Perspektive und dann wird Sally zwangsläufig doch als böse Frau dargestellt. Ja, das und das halt ist vor. Nicht fair. Das ist nicht korrekt, das macht man nicht. Er ist so ein richtiger Motivator. Wenn sie gewollt hätte, hätte sie ihm in diesem Text auch beerdigen können. So, dass bei ihm ein krasser Shitstorm passiert. Mhm. Ne? Und an sich scheint halt wirklich süß zu sein, das ist also mein Gedanke, aber er hat extrem viel Emotionen. Und ich hasse es, Männer dafür zu kritisieren, dass sie viele Emotionen haben. Es ist nur ein bisschen, auch wenn es eine Frau wäre, es ist ein bisschen much. Mhm. Aber okay. Mhm. Oh Gott, ich habe irgendwie Angst vor dir. Sally Natus, gibt's die? Murat Natus? Don't come for us. Don't come for us. Das ist, aber ich kenne die nicht, das ist einfach mein Eindruck. Genau. Er kann ja, er ist ja trotzdem ein guter Mann, das glaube ich auch. Ja, voll. Guter Vater, alles. So. Und ich finde auch, dass, also die Trennung war jetzt November, ja. Ende November und dann halt 6 Wochen später kommt halt seine Buchtour quasi oder seine Ankündigung. Ich weiß nicht, ob der vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, um das für sich zu verarbeiten. Oder ob er es vielleicht doch länger kannte, als er tut. Keine Ahnung. Und was mich auch ultra irritiert hat, jede Story hat so eine übertriebene, epische... Weil er weiß auch, wie er jetzt Geld macht. So ein Buch würde ihm doch richtig Asche bringen. Jeder wird dieses Buch lesen wollen. Auf Kosten seiner Frau, seiner Ex, seiner Ex, ja, wird er das Buch noch raushauen. Und da kommt das, was du sagst, ist too much. Ist. Wirklich. Und da gab es wirklich Filmmusik von Christopher Nolan. Kann ich leider nicht spielen. der übertreibt so sehr. Ich wünschte, ich könnte das spielen. Das war unten auch von Shawn Mendes gab es auch hier Stitches. Please have mercy on me. So voll. Und ich muss mir die Story voll oft angucken, weil ich das halt abgetippt habe und ich mir jedes Mal so, oh. Gott. So. Oh mein Gott. Dann spricht er, wie die Situation mit den Kindern ist. Sally wohnt in einer Wohnung, die wohl etwas größer sei als seine. Mit der Wohnsituation habe ich gar nicht verstanden. Ich verstehe gar nichts, weil der hat ja das Haus. Genau, man kommt da rein und dann haben die da ein kleines Haus. Welche Wohnung? Wo ist eine Wohnung? Das sind die Murat und... In dem Haus ist keine Wohnung. Oben wurde ausgebaut, wo eigentlich die Eltern drin leben sollten, aber das wurde für eigene Zwecke genutzt, weil das Büro halt aus allen Nähten geplatzt ist. Und sie war, soweit ich weiß, glaube ich, das hat sie auch gesagt, bei ihrer Cousine. Und genau. Sally Natus, erklärt uns mal die Wohnsituation, was habe ich auch nicht verstanden. Sally Natus. Ich muss ja gerade in die PowerPoint-Präsentation gehen, ob das die Screenshots sind, die ich schon, ich glaube ja. Genau, geh mal in When Murat Met Sally. Kennst du den Film mit Harry Met Sally? Ja. Das war eine Anlehnung. So heißt die PowerPoint-Präsentation. Dann siehst du nämlich auch darüber, welche Lieder da liefen. Okay, When Murat Met Sally, ich weiß ja. Voll süß, die ne? Trennung, die schmerzt. Oh, ja, ja ne? Genau, Mama Slide 4. Ja. Genau, wieso sind die Kinder nicht bei dir und schlafen bei der Tante mit Sally? Du hast ja den Platz. Und dann meinte er, die Kinder sind halt mal bei mir, mal bei Sally, wir zeigen sie nicht in der Öffentlichkeit. Genau, und hier. Und ich denke, das ist auch richtig so. Inzwischen bezieht Sally auch ihre eigene Wohnung, die so groß ist wie meine. Ich glaube sogar etwas größer. Dann habe ich nicht verstanden, warum muss man das sagen? Worauf wollen wir hinaus jetzt? Ja. Aber gut, wichtig ist, dass es den Kids gut geht. Sie brauchen einen Mama und einen Papa und wir schaffen das aufzudammen. Ich glaube, er tendiert dazu einfach zu oversharen. Ja, also wirklich oversharing. Ich glaube, dass vielleicht nicht, dass er nicht so viel bei den Dingen denkt, sondern einfach shared. Definitiv Titel seiner Story hier, oversharing. Ja. Genau. Dann, wann hast du bemerkt, dass du alleine sein wirst? Oh Gott, warum fragt man sowas, Leute? Ja, wirklich, ja, aber manchmal stellen Leute auch Fragen, wo ich mal denke, okay. Zum gleichen Zeitpunkt wie ihr auch. What? Aber dann sagt er, Männer merken es leider erst sehr spät, dass es kriselt oder 5 vor 12 ist. Anscheinend sind wir von der Evolution anders gepolt. Nein.
Sind wir nicht. Seid ihr nicht. Auf gar keinen Fall. Vielleicht war ich auch zu verliebt. Ach so. Girl. Mhm, Frauen kämpfen, und dann sagt er aber wieder, Frauen kämpfen viel länger für eine Beziehung. Aber es war zu spät und auch so selbstkritisch muss man sein. Ach so. Aber auch dazu gehören immer zwei, nicht nur einer. Alles andere wäre dumm. Also wirklich der Ping-Pong die ganze Zeit irgendwie. Es ist sehr komisch. Dann, wieso bleibst du im großen Haus? Okay, die Frage verstehe ich sogar. Weil es ist irgendwie, ne? Das Haus ist das Haus meiner Kinder und mein Haus. Ich habe alles abgegeben. Alles, das Unternehmen, das Auto, das Handy, gestern die Kaffeemaschine, das WLAN, Spotify, Netflix, not Spotify. Einfach alles, was wir zusammen aufgebaut haben. Es war unsere Geschichte und ich hatte einfach auch die Angst, dass meine Geschichte gelöscht wird, was ich mir aufgebaut habe. Und ich wollte, dass die Kinder einen Ruck... Siehst du hast Angst, dass deine Geschichte, meine Geschichte mit euch... Also guck mal, es passieren Dinge, die... Das bin ich schon durchgegangen. Das habe ich schon hinter mir. Es war eine ekelhafte Zeit, ich sag's dir. Es wird nicht so schön, wenn du einfach ausgelöscht wirst. Rückzugsort haben, damit sie gerne bei mir sind. Während Sally arbeitet, können sie bei mir sein. Wie ihr aus den Videos kennt, habe ich sehr viel Herzblut da reingesteckt jeden Tag. An Geld mangelt es, glaube ich, nicht. Okay, das verstehe ich sogar, weil ich versuche halt immer so die Rollen zu tauschen. So, ich stelle mir vor, Murat ist eine Frau und Sally ein Mann. Also sind sehr heteronormal. Also allein, müsst ihr euch vorstellen, was muss das für ein Krieg gewesen sein? Wie ist es da abgelaufen, dass die sogar gesagt hat, hey, hier, schieb dir dein Haus sonst wo rein. Normative Strukturen wir jetzt gerade irgendwie immer erwähnen, aber mir fällt es dann leichter, irgendwie das so vorzustellen. Ich kann das halt verstehen, wenn so die typische Frau, die das Haus geschaffen hat, die das Haus zu einer Heimat gemacht hat, dass das so wichtig ist für die Person. Ja. Jetzt kannst du mal sehen, wie sich da draußen lebt, im Industriegebiet, alleine. Ich habe immer gesagt, warum wohnt ihr und lebt da, wo ihr arbeitet? Also, ich habe darin nie einen Sinn verstanden. Trenn das doch. Du musst dir vorstellen, Sally steht auf, fast schon in der Küche, die geht raus und dann sind schon die Mitarbeiterinnen da rum. Und ich glaube, Sally habe ich sogar gesagt. Ich habe gesagt, hey, Gott sei Dank, es läuft so gut, man verdient doch so gutes Geld. Schickt da die Leute hin zum Arbeiten und macht euch privat das schönste Haus. Und das wollte, ich weiß gar nicht, ob sie es nicht wollte oder ob sie auch dann zugestimmt hat, keine Ahnung, aber ich glaube sogar, dass sie eher das nicht so wollte. Der hat halt einfach seinen Kopf durchgesetzt. Sich auch nicht problematisch, dass Sally ausgezogen ist. Das ist Vermutung, wie gesagt, ich weiß nichts. Also, die hat eine ganze Stadt gebaut. Die kann ihre eigene Straße bauen, ihr eigenes alles. Das ist who cares. Oh mein Gott. Genau, dann nächstes Slide. Hast du noch Kontakt zu Sallys Eltern bzw. Vater? Ja, ich liebe sie über alles, als wären sie meine eigenen Eltern. Also alles gut. Super, dann liebe fand Menschen. Ich die Frage auch interessant. Warum suchst du die Fehler bei dir? Hast du vorhin im Video gesagt. Warum denn nicht? Warum soll man nicht die Fehler bei sich suchen? Ja. So, und dann, weil ich den Fehler erst immer bei mir suche. Das habe ich schon immer gemacht. Ich weiß, dass es nicht immer richtig ist. Okay, eigentlich immer ist das richtig. Aber klar habe ich sie auch gemacht. Wenn jemand behauptet, er hat keinen Fehler gemacht, ist das eine Lüge. Auch wenn jemand behauptet, das wäre alles nur mein Verdienst, ist das falsch. Es gehören immer zwei dazu, eine Partnerschaft gehen immer mindestens zwei Personen ein. Da gibt es kein Ich, sondern wir. Auch nichts zu tun und zuschauen ist manchmal auch ein Fehler. Das muss man sich selber hinterfragen. Okay, also so ein bisschen reflektiert ist er definitiv. Ja. Genau, gehen wir hier zu Social Media. Er schreibt das mit einer Faust in der Tasche. Reaktion. Mhm. So, der Live-Ticker zeigt Wirkung. Sally wird online komplett auseinandergenommen, aber zumindest zu Beginn. Und eine riesige Hasswelle geht los. Dann hier Zitat. Als letzter erfahren, dass du dich trennst. So schäbig von ihr. Oder, und da willst du uns was von Zusammenhalt erzählen. Normalerweise erfährt der Mann als erster von der Trennung und dann alle anderen. Darauf kommentiert Sally mit zwei Smileys, die Augen verdrehen. Zu Recht, ne? Auf jeden Fall. Dann auf einen ähnlichen Kommentar antwortet Sally. Die Wahrheit bedarf nicht viele Worte. Die Lüge kann nie genug haben. Oh. Mike Jerob. Bei der Frage, du wirkst im Gegensatz zu Murat happy, ist das so, antwortet Sally. Und das ist so ihr, würde ich sagen, bestes Statement. Mhm. Jeder geht mit seinem Schmerz anders um. Auch ich bin emotional, aber werde meine Plattform dafür nicht missbrauchen. Missbrauchen. Ja. Sallys Welt ist ein Happy Place für alle. Natürlich geht es auch mir mal schlecht, auch ich bin mal traurig, ausgelaugt, motivationslos. Aber das habe ich in den vergangenen 11 Jahren nicht hier ausgetragen und werde es auch nicht. Meine ganz privaten Belange haben nichts mit meiner Social-Media-Tätigkeit zu tun. Hier teile ich weiterhin meine Leidenschaft mit euch, bin für mein Team und Unternehmen da und versuche euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, euch zu motivieren und zu inspirieren. Und trotzdem darf ich auch ich Mensch sein und meine Gefühle zeigen, wenn ich möchte. Ja. Da habe ich ein paar... An diesem Text merkst du, wie professionell sie in den 16 Jahren geworden ist und... Er haut noch die Dinger raus, damit die so einen Shitstorm später kriegt. Kommentare rausgeschrieben. Sie hat Wirtschaftsmedaille verliehen bekommen. Murat wurde nicht mal erwähnt. Ohne ihn wäre sie nie so weit gekommen. Ist er jetzt allein im großen Haus? Ohne Murat wäre Sally nie dort, wo sie jetzt ist. Dann, das funktioniert nur so lange, bis einer einen neuen Partner hat. Außerdem müsste Sally ihn ausbezahlen, dann wäre sie pleite. So. Nö, hat ja keine Anteile an dem. Was ist das funktioniert nur so lange, bis einer einen neuen Partner hat? Außerdem müsste Sally ihn ausbezahlen, dann wäre sie pleite. Ja, genau. Ja, ich verstehe gar nicht. Murat bekommt die Hütte im Garten, damit Sally weiterhin glänzen kann. Denkt ihr alle, Sally hätte ohne Murats Unterstützung es soweit geschafft? Er hat sich im Hintergrund um vieles gekümmert, genau wie auch... Ja, Mann, klar, die waren 16 Jahre verheiratet. Klar hat er mit
Er war federführend für viele Dinge, klar. Aber das ist, das ist, das eine hat doch mit einer Beziehung doch nichts zu tun. Er hat sich als Mensch so extrem verändert. Er ist vom Charakter so schlecht geworden. Und das nicht seit gestern. Wie gesagt, Leute, das mit mir ist jetzt auch schon ein paar Jahre. 18, 19 war die letzte Verhandlung, glaube ich. Und ich bin durch die Hölle gegangen. Das waren für mich die schlimmsten Tage meines Lebens. Dort zu sitzen und sie anzuschauen und innerlich zu sagen, wie kann ein Mensch so drauf sein? Ich habe das nicht verstanden. Das war so. Du glaubst traust deinen Augen nicht, wie Menschen sich verändern können. Und wie gesagt, diese Trennung hat mir sehr die Augen geöffnet. Sehr die Augen geöffnet. Und weil die Trennung noch von ihr kam. Also, ich sage jetzt mal, wäre die Trennung von ihm gekommen, was niemals passieren würde, sehe ich das heute mit anderen Augen. Die Kinder. Meint ihr, Murat hätte es so weit in seinem Leben geschafft ohne eine Sally? Er wäre jetzt noch auf dem Bau und würde 40k im Jahr verdienen. Ja, und vor allem. Sorry to say it. Ja, aber vor allem hat irgendjemand Murat runtergemacht. Nee. Hat Sally in Sally hat einfach nur verkündet, dass sie sich getrennt haben. Ja. Nichts anderes. Diese Leute reagieren eigentlich nur untereinander auf ihre eigenen Kommentare und streiten sich. Ja. Aber verstehen gar nicht, dass Sally das doch gar nicht gesagt hat. Ja. Ich könnte es voll verstehen, wenn man pro Murat jetzt ist, wenn Sally jetzt irgendwie ein Interview geben würde. Ja, aber nicht Sally hat das gesagt, sondern Murat hat das gesagt. Murat hat all diese Wut in die Köpfe dieser Menschen geschlagen, indem er sagt, ich musste alles abgeben, ich habe von nichts erfahren. Ich hatte Angst, alles zu verlieren und deswegen bleibe ich in dem Haus. Das, ne, genau und richtig. Das sind die Reaktionen auf das, was er gesagt hat. Genau richtig. Beziehungen gehen auseinander. Wie ihr mitbekommen habt, Sally hat sich von mir getrennt. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Also allein, dass die Menschen schon sehen, dass du in dem Haus lebst. Dass du trotzdem noch ein Dach über dem Kopf hast, dass du so ein Teil da vor dir stehen hast. Nicht mal das hört man aus diese, auch bei dem Text, wo du über dein Haus redest, mein Haus. Ne, genau, das ist auch dein Haus. Dick. Schwierig. Genau, dann pro Sally. Das war ein Kommentar zu Murat. Er macht also den Julienko. Ja. Ja. Voll cringe, wie immer alle die Frauen nach der Trennung haten. Er hat sich immer übel in den Mittelpunkt gestellt. Wo war er im Schatten? Sally hat das alleine geschafft. Okay, gut, muss man jetzt auch nicht sagen. Das ist wieder dann die andere Seite. Das sind halt die Leute, die miteinander streiten. Ja, ja, ja. Ne? Er stand definitiv nie im Schatten. Sie hat ihm sehr viel Raum gegeben für seine Selbstdarstellung, obwohl die Bekanntheit allein auf ihr basiert. Ja, so war das. Perfekt. Dann viele fanden das auch unangenehm. Ja. Alle haben geheult. Sally wird den aus dem Haus schmeißen, das er ihr gebaut hat. Und jetzt, wo jeder weiß, dass Murat im Haus lebt und Sally aussieht, finden alle neue Gründe. Immer ist die Frau scheiße. Ich finde es immer krass, dass die Frau immer alles böse dargestellt wird. Schlimmer noch, eine Community, die denkt, er hätte Sally aufgebaut und sie wäre nichts ohne ihn. Ich finde Sally hammermäßig, vor allem ohne ihn. Das ist doch alles nur, um Mitleid zu erzeugen. Der arme kleine Murat. Sally macht es viel schlauer, sie sagt nämlich gar nichts dazu. Finde ich mich auch. Ja, es gibt nämlich nichts zu sagen. Nein. Das sind Dinge, die soll er mit ihr ausdiskutieren. Vor allem, ich habe die Trennung, hier diese Annonce gesehen, diesen Post gesehen und auch die Artikel dazu und dachte mir, ja, okay. Trennung. Okay, ja. Schade. Ja. Aber das passiert halt bei diesen parasozialen Beziehungen, die man hat. Ne? Du bist Teil von ihrer Beziehung seit 11 Jahren. Es gibt Leute, die folgen dir vielleicht seit 5, 10, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Ja, aber und ich denke mir halt, ich habe zum Beispiel hier die Trennung von Liza Koshy und David Dobrik. Ich fand die ja so toll früher. Nicht mehr. Also Liza, David nicht mehr. Und ich war wirklich traurig. Ich weiß. Boah, ich bin aufgewacht. Ich so. Ja. Vor allem, weil aber die Videos von den beiden und von dieser ganzen Vlog-Squad ja voll so mich inspiriert haben, mehr in meinem Leben zu machen, mehr Spaß zu haben, weil ich irgendwie immer gearbeitet habe, warum auch immer. Und da habe ich dann wirklich ein Bündnis gespürt. Aber ich habe dann halt kommentiert, voll schade. Ja. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, ihr bleibt Freunde. So, warum kann man das nicht so machen? Ich habe da nicht gesagt, scheiß Liza, Bitch, warum trennt ihr sich von ihm? Ich glaube, die Leute tragen ihre eigenen Kämpfe da aus. Ja, auf jeden ihre Fall. Ihre eigenen Verletzungen, die sie ertragen haben, nachdem sie verlassen wurden. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, warum Leute so fucking wütend werden. Und die Medien, jetzt die traditionellen Medien, nutzen halt dieses Sentiment für sich aus. Vor allem die badische neueste Nachrichten. Ging gar nicht. Mhm. Der Titel, Tränen bei Sallys Mann. Jetzt spricht Murat aus Waghäusel über ihr auf. Tränen. Natürlich. Der Pocher wird ja auch so berichtet. Jetzt weint Pocher. Wirklich. Und Amira im Liebesglück in Südafrika. Genau, und so. Richtig. Crazy. Und dann im Artikel weisen die halt zuerst auf diesen Auftritt von Murat im SWR-Nachtcafé mit dem Titel Aufbruch in ein neues Leben. Mhm. Also so sieht man halt direkt, er nutzt, gut, wenn du eingeladen wirst, dann gehst du vielleicht auch hin, aber er nutzt offenbar diese neue Situation, um halt, ne, er sagt das Recht ja auch in seinem machen. Q&A. Ja. Ja, also er sagt, er will halt Leuten helfen. Versucht dich reinzuwaschen. Kann er Leuten helfen, man kann auch Geld verdienen gleichzeitig. Ja. Aber genau, er ist cashing in. Und in einem Nachtcafé räumt er ein. Wir hatten auch vorher schon Probleme. Aha. Aber ich habe die Probleme nie gesehen. Aha. Für mich war das normal. Und ich kann es mir heute noch immer nicht richtig erklären. Also was jetzt? Was denn jetzt? Ich blicke nicht durch. Ich glaube, er versteht es nicht. Nein. Ich glaube, er. Das ist das Richtige zu sagen. Es ist dieses Hin und Her, dieses Ping-Pong-Spielen. Es gab Probleme, weil anders würde es nicht Sinn machen. Aber eigentlich habe ich sie nicht gesehen. Genau. Und eigentlich wusste ich auch davon irgendwie nichts. Aber es ist das Richtige. Genau. Was? Und Ohren zu. Genau.
Genau, er spricht dort halt. Das ist immer hinter den Gardinen versteckt in Silicon Valley. Er spricht von einer Traumbeziehung mit Sally, nennt sie die beste Mutter überhaupt. Mhm. Und in dem Artikel der Artikel beschreibt halt auch so ein bisschen, wie viel, das ist halt generell das Sentiment, was alle vertreten. Die haben doch gerade so viel aufgebaut zusammen. Es ist doch so viel ging gerade bei den beiden, vor allem bei Murat. Und jetzt macht Sally Schluss und zerstört alles. Das ist halt so dieser Gedanke dahinter. Ja. Ne? Und vor allem, wenn man halt... Also ich muss ein ganz großes Lob an die zwei Mädels aussprechen. Richtig gute Reaktion. Also sehr respektvoll auch und die beleuchten das sehr, sehr gut. Auch nur Sallys Welt googelt, findet man wirklich durchweg Nachrichten, so überrumpelte Sally ihren noch Ehemann Murat. Ja. Das zerstörte Sally. Sally ist schuld an allem. Ja. So, dann habe ich die neuesten Stories von gestern, wo ich noch recherchiert hatte. Mhm. Also, was hat sie dir angetan in den letzten Kommunikationen, die da öffentlich gemacht wurden von ihr? In keinem Buchstaben wurdest du irgendwie von ihr irgendwie nur schlecht dargestellt. Da hatte der wieder mit super sentimentaler Musik so wieder auf Fragen geantwortet. Genau, und wie er es schafft, also nochmal neu anzufangen und so. Genau. Und dann war er im Podcast von Ben Kauer, wo er betonte, dass er jetzt stark sein muss, um anderen Menschen in seiner Position zu helfen. Ich bin so geschockt, dass wir jetzt fast eine Stunde über die Trennung zweier Menschen geredet haben. Also, mach dir mal die Absurdität dessen bewusst, dass wir hier sitzen und darüber reden und dass Leute sich online aufregen und streiten und die Menschen wirklich durch den Kakao ziehen. Wir haben eine Sally, die literally gar nichts sagt, außer das ist gerade Stand der Dinge. Und dann hast du einen Murat, der das einfach für sich ausschlachtet. Ja. Und dass Leute das nicht rallen, ist crazy. Ich glaube ihm auch nicht, dass er böse Absichten hat, sondern dass er einfach diese Gefühle hat. Ich scheine generell nicht viel zu verstehen. Ja, anscheinend ist er wiederholt. Er hat diese Absichten leider. Die ganze Zeit. Ich verstehe nicht. Es gab Probleme, aber ich habe dich gesehen. Ich wusste von dem Problem. Ich weiß gar nicht, wie das so funktionieren soll. Ja. So, deswegen frage ich mich, ob er versteht, was er ihr damit antut, wenn er das macht, was er macht. Und ich, ja. Ja, ich kann auch, ich weiß nicht, ob ich eine Entwicklung gerade feststellen kann bei ihm. Oder, weil er spricht ja auch positiv über Sally. Voll. Sagt man ja auch nichts dazu. Aber und würdest du denn sagen, dass es jetzt gerade entspannter auch bei Sally ist? Oder sind die Leute noch so aufgeheizt? Also ich sehe ja viele Kommentare. Ja. Also es kommt darauf an, welches Video die anguckst. Das stimmt. Pro oder Contra. Mhm. Also ich würd jetzt sagen, so die größte Welle ist vorbei. Mhm. Die war wahrscheinlich bei dem Live-Ticker-Ding. Genau, richtig. Ja, da haben die Leute, wenn sie richtig aufgeheizt gewesen. Ich will gar nicht wissen, wie seine Story-Views waren. Ja. Ey, 500.000. Ich glaube, dass da noch irgendwas kommt. Ich habe irgendwie, mein Gefühl sagt mir irgendwas. Also ich finde, wenn wir das mit Oliver Pocher jetzt vergleichen, weil es eine ähnliche Situation, dann merkst du auf alle Fälle eine Entwicklung. Er war am Anfang schon nicht so geil. Er war jetzt auch nicht krass gemein, so wie Oliver Pocher das zum Beispiel ist. Aber er hat zumindest geschafft, das Ruder zu lenken und sagen, okay, ne, wir lieben uns und ich liebe sie, sie ist wunderbar. Wie kann ich jetzt, er spricht jetzt aus einer Ich-Perspektive. Genau, so, wie kann ich da gestärkt rausgehen und wie kann ich euch helfen? Und sein Ziel war es, glaube ich, mit diesen Stories nicht Sally runterzumachen, sondern er wollte Mitgefühl haben. Er wollte halt hören, so, wir sind für dich da. Und er ist wirklich immer sehr eng mit seiner Community und so. Ja. Vielleicht hat er auch, wie gesagt, Angst, einfach zu verschwinden. Ja, das wenn er ich weg auch. Ist, dann gibt es ihn nicht mehr. Ja. Und jetzt holt er sich seinen Platz in der Öffentlichkeit halt dadurch wieder. Was vollkommen legitim ist. Ich kannte Murat nicht. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Ich habe das erste Mal auf einmal Murat. Voll viele haben geschrieben, wer ist Murat? Warum ist der wichtig? Ja. So, keine Ahnung. Ja. Ich kenne halt nur Sally. Ja, und jetzt schafft er sich seinen eigenen Platz dadurch. Ganz ehrlich, wenn er für Männer eine Hilfe sein kann, Probleme zu sehen, Frauen zuzuhören. Ich hoffe, dass das ein Learning ist, Frauen zuzuhören, mit ihnen zu kommunizieren. Dann fände ich das super. Ja, vor allem dieses zu navigieren. So, wie gehen wir halt mit diesen umgedrehten Rollenverteilungen jetzt um? Ne? So wie machen wir das? Ne? So wie respektiert man seinen Partner, obwohl er irgendwie die traditionell weibliche Rolle jetzt eingenommen hat? Irgendwie gibt es da vielleicht Probleme? Ich könnte mir halt wirklich, das ist jetzt meine Interpretation, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass für Sally es einfach irgendwann mal zu viel war, jemanden zu haben, der irgendwie, immer ihr den... Ist überhaupt nicht der Typ dafür. Also, das kennen sie nicht so gut, aber... Das ist nicht der Typ, den du mal anrufst und dein Herz ausschüttest oder so. Das ist jetzt sein Krieg, den er jetzt führt. Und weil er jetzt dieses Ping-Pong-Spiel macht, ein Normalsterblicher, jeder hat in Trennungen eine schlechte Zeit, der hat Liebeskummer und geht durch diesen, jeder hat eine ganz andere Art und Weise, das zu verarbeiten. Aber dann ohne Rücksicht auf Verluste, finde ich absolut... Rückenfreiheit und alles halt, ne, so diese Beziehung ist ja dann halt auch weg, aber auch vielleicht so ein bisschen, dass sie nicht so auf Augenhöhe vielleicht waren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein? Nee, das nicht. Also du hast es ja auch Sally mal so durchgeguckt, ne? Ich glaube, dass die beiden sich krass respektieren, beide haben voneinander viel gelernt. Ich glaube einfach, dass die zu lang zusammen waren, zu früh zusammengekommen sind, dass die sich einfach weiterentwickelt hat. Ich meine, bei den Jan Böhmermann Kochshow hatte ich das Gefühl, dass beide miteinander flirten. Jan Böhmermann und Sally? Da war schon aber da war Funkeln in den Augen von ihr und von ihm. Und ich denke mir halt einfach, dass sie bereit ist für was Neues. Das ist vielleicht ganz einfach, ist wirklich ganz simpel. Sie war zu jung, sie hat sich verändert und vielleicht... Diese Art, die sie da hat, das hat sie schon länger. Weil ich bin mir ziemlich sicher, ohne jetzt... Ich glaube, dass sie vom Herz die Trennung jetzt sowieso viel, viel besser verarbeitet. Ich bin mir sicher, dass sie... Das ist ein normalsterblicher Mensch.
dass die auch ihre Tage hat, wo es ihr schlecht geht. Wenn 16 Jahre später diese Mann, diese Person nicht mehr in deinem Leben ist. Das sind Gewohnheiten, an die auch positiv waren. Aber der Abschluss von ihr kam schon viel früher. Deswegen geht sie auch mittlerweile so. Guckt euch ihre Storys an, das ist wie ein anderer Typ. Die haben wahrscheinlich auch nicht mehr viel Sex. Wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Die sind wahrscheinlich auch viel mehr beste Freunde, Partner und Geschäftspartner. Und es ist auch okay. War ein Kumpel, mit dem sie ein Geschäft gehabt hat. Mit dem Partner aus dem Grund Schluss zu machen. Amira war ja auch, also zwar nicht so jung, aber die war ja auch jünger, als sie mit ihm zusammengekommen. Ich glaube 25 oder so. Genau. Und sie hat Abi gemacht. Wie jung war diese Frau? Und ich glaube einfach, dass sie bereit war, jetzt was Neues zu machen. Und ich finde es auch okay, dass sie das nicht erzählt. Also so. Für unsere Spekulation. Genau. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das helfen würde, wenn sie mehr darüber reden würde. Ich würde sein lassen. Nee, ich würd da gar nicht mehr darüber reden. Ja. Wirklich, der muss jetzt seine. Ja, das wird nochmal interessant, wenn er das Buch rausbringt. Ja. Sollte er das Buch rausbringen. Sollte das Buch rausbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sally das ohne, wenn nun aber einfach irgendwie hinnimmt. Ja. Wahrscheinlich macht er einen Podcast. Ich sehe schon einige Formate, die er machen würde. Das ist wirklich so, in die Live-Coach-Motivationscoach. Ja, aber soll er auch. Ne? Ja. Also ich finde schon, so, er kann als Spielerfrau, kann er jetzt mal erklären, okay, wie machen Männer das? Wie können Männer irgendwie im Hintergrund arbeiten, wenn die Frau glänzt? Wie geht das halt alles? Ja. Ne? Ja. Welche Fehler hat er gemacht? Was würde er jetzt anders machen? Mhm. Und weil ich glaube auch, ein nicht großer Fehler von ihm, aber generell so dieses Problem, dass man sich halt eine eigene Identität schaffen muss, so fernab von seinem Partner generell. Und das hat er vielleicht nicht unbedingt irgendwie gut genug geschafft, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, so, die haben sich auch, oder wie sie gesagt hat, die haben sich auseinandergelebt, ich glaube, das geht gar nicht anders. Mhm. So ein Imperium aufbaust, ich meine, wenn man sich überlegt, so Elon Musk und Co., deren Beziehungen halten auch nicht ewig. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Fluch, so wenn du so erfolgreich bist, ich weiß nicht, ob du wirklich lange eine Beziehung überhaupt durchhalten kannst. Vor allem, wenn du halt Geschäftspartner bist. Ja. Also, wenn Kinder schon dazukommen, hört man oft, dass Partner sich verlieren in diesen Elternrollen und nur schwer wieder zueinander finden können. Und wenn on top dann noch ein ganzes... Ein guter Charakter hast, wenn du gut mit deinen Mitmenschen umgehst, und du eine normalsterbliche, intelligente Frau hast, dann sieht sie das. Sie wird respektvoll behandelt. Man nimmt Rücksicht auf sie. Diese Eigenschaften, die kommt aus gutem Elternhaus. Das ist scheißegal, 30, 40 Jahre. Aber wenn das auch weg ist, dieser Respekt, diese Art und Weise, dieser Umgang, dann geht es nicht mehr. Das ist Imperium. So ein krasses Unternehmen mit über 140 Mitarbeitenden kommt. Ja, vor allem, sie hat noch mehr Plan. Genau. So, ich glaube, die haben sich einfach als Liebespartner verloren. Ja, glaube ich auch. Sie hat ja auch betont, dass diese ganzen Menschen halt auf sie ja auch lasten. Sie sagt ja auch, dass sie nicht so wirklich viele Kooperationen ja auch annimmt und so, dass das alles aus ihrem Merchandise, das alles aus ihrem Verdienst ja kommen muss. Ja. Ich kann mir diesen Druck gar nicht vorstellen. Ja. Wir machen jetzt Feierabend für mehr Popkultur-Content. Abonniert uns auf YouTube, Instagram und TikTok. Hinterlasst uns einen Kommentar. Und zwar, wie schätzt ihr die Sache ein? Findet ihr, dass Murat sich okay verhalten hat? Ne, was sagt ihr dazu? Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Okay, ciao. Also, tausend Dank an die zwei Mädels. Meine abschließenden Worte zu dieser ganzen Sache und zu dem Hintergrund, wieso ich irgendwann mal jetzt gesagt habe, hey, ich nehme das jetzt auf, ich sehe das ja heute ein bisschen von der Emotion aus einer anderen Situation und möchte halt einfach hier nochmal betonen, also es gab vor, ich kann es genau sagen, also das ist letztens passiert, so. Und zwar hat die Sally mit dem lieben Bülent auf dem Instagram-Account hat sie so ein Selfie gemacht. Und zwar dieses Bild hier. Seht ihr das? Da ist der Bülent mit Sally drauf. Und das war am 20. Dezember letztes Jahr. Und ich habe gesagt, Bruder, dein Ernst? So, weil er weiß, welche... Da waren die ja, glaube ich, sogar noch zusammen. Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe das Ganze noch so immer mit ihm in Verbindung gebracht. Immer. Und dann schreibt er mir, also der Bülent, Bruder, sie kam auf mich zu und sagte, dass sie endlich wieder sich selbst ist. Auch dir gab sie recht, wegen Murat. Hab ihr verziehen. Dann habe ich ihm 4.31 Uhr morgens, eine Minute später, direkt geantwortet, dann verzeihe ich ihr auch. Ja? Ich verzeihe ihr, weil ich habe keinen Hass in meinem Herzen. Ich hab zum Glück vor Gericht noch mein Recht mir geholt, den Murat mir genommen hat. Weil ich habe mit ihr danach nie wieder ein Wort geredet. Nur mit ihm. Der ganze Stress war nur auf seinen. Er hat das dahin gebracht. Diese ganzen Telefonate, diese ekelhafte Art. Das ist genau die Rechnung, die du heute bezahlst. Und im Gericht hast du eine Sache gemacht.
als ich recht gekriegt habe und wir uns auf etwas vereinbart haben, bist du aufgestanden und hast die Sally mit mir allein in diesem Raum gelassen, mit unseren Anwälten. Allein das, dieser Respekt ihr gegenüber, hat sie heute in meinen Augen alles richtig gemacht. Und genau deswegen zahlst du diese Quittung. Das Leben rächt sich bei jemandem, bei mir, bei allen anderen. Deswegen ein Appell an alle. Alles bekommt man zurück im Leben. Alles. Wenn ihr ein bisschen versucht, auch mit Menschen zusammen zu sein, die ein Gewissen haben, die an etwas glauben. Weil es gibt, wer an das Gute glaubt, gibt auch das Böse. Gott lässt euch nie im Stich. Ich will jetzt hier nicht auf Prediger oder sonst was. Aber wenn ihr eurer Linie treu bleibt, vertraut mir. Ich hätte ihm auch gewünscht, dass sie ewig glücklich geblieben wären. Wirklich. Aber du hast in deinem System viele positive Dinge verletzt, ohne sie gerade zu biegen, Murat. Und das ist deine Quittung. Die zahlst du. Und du hast sie gerade zu bezahlen. Ich wünsche trotzdem allen da draußen alles Gute. Ich habe mir jetzt endlich mal diese Sachen von der Brust gesprochen. Und ich bin froh, dass das Video so ich aus diesem Winkel jetzt hier so drauf reagieren konnte, statt eins, wo ich noch viel emotionaler war und vielleicht auch viele Dinge mit einem ganz anderen Blickwinkel aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen habe. Und jetzt so dieser Teufel steht plötzlich alleine da. Und man merkt auch hier, Alter, wenn du ihr, das war deine Frau 16 Jahre lang, so eine Scheiße einborgst, dass du so eine Scheiße erzählst, wer bin dann ich für dich? Ich bin dann diese Nummer, die du einfach abgerissen hast und weggeschmissen hast. Ich war für dich einfach nur, deine Gier hat dein Gehirn komplett aufgefressen. Das war dein Problem. Und deswegen, jeder, der mir Unrecht tut, garantiere ich euch, ihr werdet nicht glücklich. Alles kommt zurück im Leben. Und ich habe es ihm auch nicht gehofft. Ich war jetzt nicht zu Hause, habe gewünscht, oh mein Gott, hoffentlich passiert ihm was. Niemals. Ich wünsche keinem was Böses. Aber so wie mir, so auch den anderen. Das ist das Leben. Es schlägt halt einfach zurück. Und bei ihm hat es halt einfach einen vollen Erdbeben gegeben mit Tsunami und alles, was dazugehört. In diesem Sinne, sorry, 1 Stunde 13 Minuten fast auf dieses Video reagiert. Nochmal danke an die Mädels, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Abonniert sie und viel Spaß und alles, alles Gute. Bis bald.